Tja, das waren die Kollektoren. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Ich habe mich alle gerettet. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Einen anderen wie? Kaldan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das? Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Keine Kolonieangriffe mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Och, pff, weißt du was, da geht dich gar nichts an. Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Mein Team ist gut. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen drei weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Ja, und ein Typ, der hinter der Sonne sitzt. Oder vor. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Ach, wir schaffen es. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks auf Lager. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihrer Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch einen Abschluss finden. Sie verstehen? Okay. Tane Krios finden. Samara finden. Nach Hestrom fliegen. Ein Team zusammenstellen. Ach, da sind wir doch bei. Vorbild. Biotischer Schaden. Schweres Hautgewebe. Und Kräfte neu ausbilden. Okay, dann gehen wir einmal ins Tech-Labor. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier upgraden können. Sehr schön. Waffenspezialist, sehr gut. Dann haben wir hier biotischer Schaden, kommen wir auch mit. Schiffsverbesserung. Da fällt uns doch was. Kräfte neu ausbilden. Erneut auf Kräfte zu verteilen. Es gibt keine zusätzlichen Punkte. Also, okay, wenn wir was umskillen wollen. Hautgewebe. Das nehmen wir natürlich mit. Mehr aushalten ist immer gut.
Raketenwerfer. Intensives Training, Bonuskraft erlernen. Inferno, Kraft wählen. Was haben wir da schon? Ja, ich glaube, das war's dann aber auch. Sonst irgendwas? Nö. So, fortgeschrittenes Training. 10% mehr Gewalt, hätte ich fast gesagt, Gesundheit. Gegen Panzerung, okay. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Upgrades? Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Tut mir leid. Habe mein Möglichstes getan. Konzentriere mich nun auf Studium der Kollektoren-Tech. Alles klar. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Jop. So, gehen wir nochmal zum Jacob. Commander? Tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Beschäftigst du etwas? Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ja, was los? Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Wollen Sie ihn finden? Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Okay, mögliche Cerberus-Verbindung? Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Tja, Beziehung zu Vater? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Schiff und Mission. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und Ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation. Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Okay, na gut. Das können wir uns ja mal ansehen. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Okay. Aber ich will trotzdem noch mit dir reden. Ich hoffe, wir können klären, was mit der Gernsback los ist, Commander. Ich bezweifle sehr, dass mein Vater nach so langer Zeit noch am Leben ist. Ist noch etwas? Ich würde nur gern aufbrechen. Na hier, Upgrades. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise, Commander. Okay. Wir sprechen später. Commander. Wir könnten noch mal zu Jack gehen. Vielleicht hat Jack noch eine Idee. Shepard, der Tank, den Sie von Corlos mitgebracht haben, weist im Inneren stabile kroganische Lebenszeichen auf. Er befindet sich im Frachtraum, falls Sie sich das näher ansehen möchten.
Ach, stimmt. Unseren Kroganer-Freund. Den habe ich total vergessen. Ups. Aber erstmal gehen wir aufs Maschinendeck. Da, da, da. Ocek, Ocek. Hast du vielleicht eine Idee, was wir am Schiffchen ändern können? Hi, Jack. Hey. Hey. Upgrades? Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding. Aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Okay. Biotischer Schaden. Jack erhält 20% mehr Schaden. Knochengewebe. Shepard erleidet durch Nahkampfangriffe 50% weniger Schaden. Okay. Da sage ich nicht nein. Hier noch irgendwas. Hier noch irgendwas. Warte. Warte, warte. Tech-Dauer. Feldgenerator. Wenn Schild zusammenbrechen, werden sie sofort vollständig wiederhergestellt. Ah, manchmal. Oh, das ist natürlich auch cool. Was brauchen wir dafür? Schadensschutz-Upgrade. Aha. Kopfschussschaden. Präzisionsgewehr verursacht 50% mehr Kopfschussschaden. Kopfschussschaden. Mein Gott. Okay. Sagen Sie Bescheid, wenn ich die Implantate anfertigen soll. Miranda und Jacob. Was halten Sie von Miranda und Jacob? Jacob weiß nicht, wer er ist. Aber das ist nicht mein Problem. Miranda ist ein Cerberus-Miststück. Das wusste ich schon, bevor sie den Mund aufgemacht hat. Okay, und die Mission? Was halten Sie von unserer Mission? Sie ist mir egal. Ich will sie nur überleben und mich dann absetzen. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Okay. Dann nerv mich nicht weiter. Ich will nur, dass sie sowas sagt. Na gut. Frachtraum. Achso, da ist er. Schiffsmodell. Wollen Sie noch eine Lektion? Nee, ich will eigentlich mit dir reden. Harter Kampf auf Horizon. Ich habe schon gegen Sklavenhändler und Entführer gekämpft, aber noch nicht so. Ein paar Sklavenhändler haben ein Mädchen auf einer Kolonie im Skepsis-System entführt. Das Mädchen ist aufgewacht und geflohen. Wir haben es kurz vor Omega aufgegabelt. Ha? 8 Jahre alt. Sie hätte auf Horizon keine Chance gehabt. Okay. Jack, Patient Null. Wie man sie auch nennen mag. Ein Wahnsinnsmädchen. So eine destruktive kleine Schlampe hätten wir vor 10 Jahren gebraucht, als wir blind in die kroganische DMZ gegangen sind. Wir haben zwar viele Kroganer getötet, aber auch viel zu viele Männer verloren. Aha. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Okay. Das erzählst du mir aber schon seit x Monaten. So, hier unten haben wir sie irgendwo. Unseren kleinen Kroganer. Da ist er ja. Oje, oje. Ob ich den wirklich auspacken soll? Ich weiß ja nicht. Ein bisschen Angst. Naja, gut. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Ist er bewusst sein? Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Ist er gefährlich? Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Irgendwas Seltsames? Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer.
mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Okay, naja gut, dann machen wir den Tank mal auf. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist so wertvoll. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Das ist aber nett von dir, Edie. Bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Sie bekommen mehr als das. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, sie entspannen sich. Nicht ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum, Grunt? Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihnen leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit ihnen anfangen. Ach komm, Sie, wir finden einen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch sie würde er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für sie kämpfen. Freut mich, dass sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Okay. Das ist ja super. Danke, Grunt. Ja. Shepard? Ich will über sie reden. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Der Tag hat so viel geredet? Die Mission. Was denken Sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Kroganer. Kollektoren. Hat O'Kir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. O'Kir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Okay. Und das Team? Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Okay, und Upgrades? Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt.
Was kann er denn zusammenbauen? Kopfschuss, Schilddurchdringung, panzerbrennende schwere Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr, Panzerupgrades. Wird das eigentlich angezeigt, was man als nächstes upgraden könnte, theoretisch? Organische Schrotflinte. Komm, können wir direkt mitnehmen. So. Dann hat er die Claymore. Okay. Dann hat er hier sein Reich. Alles gut.